Ich muss Ihnen an dieser Stelle gleich was sagen, was ich Ihnen noch nie gesagt habe bis jetzt. Bitte setzen Sie sich. Wenn Sie stehen, bitte nehmen Sie Platz, weil ich werde Ihnen jetzt gleich eine Offenbarung liefern. Und zwar hat mein Regisseur zu mir folgenden Satz gesagt: Bussi, ich weiß zum ersten Mal, für was Goldfolio wirklich steht. Und ich weiß, er müsste jetzt weiterschalten, aber er macht es nicht. Aber wenn er jetzt weiterschaltet, werde ich es Ihnen ausführlich erklären. Er tut es nicht. Er bestreikt mich. Okay, ich erkläre es Ihnen. Gold steht für Gold. Fol. Da müssen wir jetzt das Deutsch mal ein bisschen außer Acht lassen. Steht für voll. Und I und O in. Also Gold voll in Ordnung, in Ordnung. Das ist der wirkliche Hintergrund für Goldfolio. Heute erklärt von meinem Regisseur. Ich mag den Kerl wirklich. Aber er hat ja irgendwie recht. Also der Goldpreis ist ja in den letzten Tagen wirklich angezogen. Und diese Stärke, diese enorme relative Stärke in einem Umfeld, das alles andere als ideal ist, wir haben das schon ein paar Mal hier gesagt, ist wirklich, wirklich beeindruckend. Ja, die Fed hat letzte Woche gesagt, ja, wir rechnen nach wie vor mit 3 Zinssenkungen im laufenden Jahr. Aber diese Zinssenkungen werden ja immer weiter nach hinten verschoben. Und trotzdem präsentiert sich Gold unfassbar stark. Wir haben immer noch positive reale Renditen. Also von daher, dass Gold in diesem Umfeld bei knapp 2.200 Dollar steht, ist wirklich, wirklich beeindruckend, was wir hier sehen vom Goldpreis. Die Minen können leider noch nicht so ganz mithalten, aber da kommen wir auch gleich dazu. Goldman Sachs, ich möchte gar nicht die Theorie hören, was Goldman Sachs wirklich bedeutet. Goldman Sachs hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, wir gehen davon aus, dass Commodities, also Rohstoffe im laufenden Jahr weiterhin sehr, sehr stark entwickeln werden. Favoriten sind dabei unter anderem Kupfer, habe ich heute auch ein paar Werte dabei. Kupfer finde ich auch wahnsinnig spannend und eben auch Gold. Bei Gold sehen Sie 2.300, bei Kupfer sehen Sie 10.000 Dollar die Tonne. Also, ich glaube, dass der Rohstoffsektor insgesamt so langsam in die Gänge kommt. Das haben wir beim Kupferpreis gesehen, das haben wir jetzt bei Gold gesehen. Silber hängt noch ein bisschen hinterher, schauen wir gleich drauf. Wir haben uns von der 26-Dollar-Marke leider Gottes wieder entfernt. Wir sind hier ein bisschen nach oben gestiegen. Und jetzt kann man natürlich sagen, hey, ist das hier ein Doppeltop erstmal gewesen, was dann eventuell nochmal so einen Rutsch, ja, entweder in diesen Widerstandsbereich hier oder eventuell sogar bis nach hier unten geben kann. So ganz bin ich noch nicht dafür und überzeugt, dass so ganz geben sich die Bullen auch noch nicht geschlagen, auch wenn Silber heute ja im Vergleich zu Gold relativ schwach ist. Also man steigt bloß 10 Cent ungefähr, 9 Cent habe ich jetzt gerade gesehen. Also ja, es besteht die Gefahr, dass wir einen Doppeltop haben, das gefolgt wird von den relativ nochmal einen Abverkauf. Allerdings, wenn Sie sich das hier anschauen, wie das dann damals hier passiert ist, zu Jahreswende war das ungefähr gewesen, beziehungsweise Anfang Dezember war das gewesen, so schaut es momentan nicht aus. Ja, wir haben diese hässliche rote Kerze hier, die uns alles andere als begeistert. Aber, schaut aus wie ein Osterei, passend. Aber noch würde ich die Bullen nicht abschreiben, noch ist man ein bisschen noch im Spiel. Und wie gesagt, ein Anstieg über diese 26 Dollar, das wäre schon ein sehr beeindruckendes Kaufsignal dann auch vom Silberpreis, wenn wir das denn sehen würden. Wir haben einiges an ja, kleineren Meldungen gehabt, vielleicht unter den großen Produzenten war es eigentlich nur Newman gewesen. Da kam jetzt raus, die Nachrichtenagentur Bloomberg hat gemeldet, dass man mit dem Verkauf der Mine, das ist eine 400.000 Unzen Mine in Ghana, relativ weit schon ist. Man hat den Verkaufsprozess eingeleitet, es gibt wohl einige Interessenten, vor allem gibt es Interesse aus China. Sie wissen, chinesische Unternehmen machen sich sehr, sehr stark in Afrika bereit und dort sagt man eben, hey, wir haben durchaus eine 400.000 Unzen Mine, da müssen wir interessiert dran sein. Unter anderem soll Zijin Mining unter den Interessenten sein, die für diese Mine bieten würden. Insgesamt möchte Newman 6 Minen verkaufen, 4 davon in Nordamerika und 2 davon außerhalb von Nordamerika, wie gesagt, in dem Fall eben in Afrika. Und insgesamt möchte man 2 Milliarden Dollar in die Kasse spülen. Das wäre natürlich dann auch so ein Anreiz wieder. Einmal wird natürlich der Cashbestand aufgewertet. Das könnte dann auch wieder zu Dividendenerhöhungen führen, spätestens im nächsten Jahr, wenn der Goldpreis mitspielt. Die Aktie ist unfassbar schwach. Sie wissen, ich habe ein paar Newman-Aktien, nicht wirklich viele. Aber auf dem Niveau ist die Aktie für mich perspektivisch gesehen ein Kauf. Dieser unfassbare Pessimismus, den wir haben in der Branche,
der wird nicht ewig andauern. Klar, es gibt kritische Stimmen mittlerweile zu Tom Palmer als Unternehmenslenker von Newman. Ich denke auch, wenn die Aktie sich nicht deutlich erholt in den kommenden Monaten, wenn er nicht das einspielt aus den Unternehmensverkäufen, aus den Minenverkäufen, aus den Beteiligungsverkäufen, das man sich erhofft, dann sind seine Tage bei Newman aller Voraussicht nach gezählt. Aber im Moment muss man eben noch so, ja, sagen, die Aktie ist wirklich, wirklich, wirklich günstig bewertet, niedrig bewertet. Und wenn Sie sagen, hey, Gold bei $2,200, der größte Goldproduzent, Kosten von $1,400, eine All-in-Sustaining-Kostenmarge von ungefähr $800, das ist enorm, das hatten Sie nie vorher in der Geschichte gehabt, was Gold bei 1300 war. War es ja nicht so, dass Sie das Gold dann für $500 aus dem Boden gerollt haben, um die gleiche Marge zu haben. Also das ist wirklich eine ganz, ganz starke Marge, die man hat, die viele andere Goldproduzenten mittlerweile auch haben. Trotz des Inflationsdrucks, trotz der gestiegenen Kosten aufgrund der Inflation, spürt man jetzt eben die Auswirkungen langsam des gestiegenen Goldpreises. Und der Free Cashflow, der letztes Jahr wirklich ein Mickrück gewesen ist bei Newman, wird sich meines Erachtens dieses Jahr erholen. Also für mich ist da zu viel Pessimismus eingepreist bei den großen Produzenten. Agnico schaut ein bisschen besser aus, aber sowohl Newman als auch Barrick habe ich jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber mitgebracht. Meines Erachtens, diese Aktien sind zu günstig bewertet, da ist zu viel Pessimismus drin, da ist zu viel Negatives drin und das muss ich ehrlich sagen, das sehe ich auch momentan nicht mehr. Ja, 2023 war kein berauschendes Jahr gewesen, Barrick habe ich übrigens auch ein paar Aktien, war kein berauschendes Jahr gewesen, aber auf dem Niveau sind die Aktien sehr, sehr, sehr günstig bewertet. Was habe ich noch für Sie dabei? Safran Copper, und dann gehen wir eben mal in diese Kupfergeschichte. Was war denn die Story von Kupfer? Also Kupfer, die langfristige Story, ich glaube, da haben wir schon öfters drüber gesprochen. Wir haben diesen Wandel hin zu einer grüneren Gesellschaft, wie weit der gelingen mag, sei mal dahingestellt, aber wir brauchen dazu Kupfer als leitendes Material, das eben den Strom leitet. Wir haben Kupfer verbaut in Elektroautos, in normalen Autos, wir haben Kupfer eigentlich überall. Kupfer ist schlechthin der wichtigste Industrierohstoff überhaupt. Natürlich ist es so, dass ungefähr China steht für rund 40% der Nachfrage auf dem Kupfermarkt. Und wenn die chinesische Wirtschaft schlecht läuft, dann läuft auch der Kupferpreis nicht. Aber, ich habe leider keinen Kupferchart dabei, aber die ganze Zeit hat sich Kupfer relativ gut gehalten, obwohl wir eigentlich in China ja schon Rezessionsanzeichen oder Tendenzen en masse hatten. Und das ist eigentlich so ein Zeichen dafür, dass der Kupferpreis nach oben will, wenn man sich eben ähnlich wie bei Gold in einem eigentlich relativ schwachen Umfeld sehr, sehr stark entwickelt. Kupfer ist jetzt nach oben ausgebrochen, als in China gesagt hat, hey, die großen Hüttenbetreiber haben sich darauf geeinigt, unrentable Projekte vom Markt zu nehmen. Das könnte wiederum zu einer Verknappung führen. Sowohl die UBS als auch Goldman Sachs gehen davon aus, dass der Kupfermarkt ab dem zweiten Quartal ein Defizit rutschen wird. Das ist, glaube ich, das, was momentan ein bisschen eingepreist wird. Safran Copper habe ich mal mitgebracht, ist auch eine laufende Empfehlung im Aktien. Weil die Aktie sehr, sehr schön und stark ausgebrochen ist. Safran Copper ist eigentlich eine Grupo Mexico-Tochter, also das heißt Grupo Mexico, der riesige Minenkonzern in Mexiko, hält knapp 90%, also der Free Float ist, glaube ich, bei 11, irgendwas Prozent von der Aktie. Da das Ding aber mittlerweile ein riesengroßer Tanker ist, also Safran Copper hat, glaube ich, über 70 Milliarden Market Cap, ist der Free Float trotzdem gemessen an der Market Cap relativ groß. Und das ermöglicht natürlich auch Institutionellen einzusteigen in die Aktie. Das Handelsvolumen ist entsprechend hoch und die Aktie ist sehr liquide, insbesondere natürlich an der Heimatbörse und an der NYSE sind die gelistet, können Sie die Aktie problemlos handeln. Also, interessanter Wert, klar, an dem Stelle muss ich sagen, wir haben jetzt seit Anfang März ungefähr 25% zugelegt, da atmen wir mal durch, wird vielleicht mal einen kleineren Rücksetzer geben, aber dann ist die Aktie auf jeden Fall in Kauf. Was bei Grupo Mexico auch ist, Grupo Mexico ist ja in Mexiko selbst wahnsinnig vernetzt. Safran Copper hat die Projekte in Peru und in Mexiko. Und in Mexiko haben wir gerade die große Diskussion, ist es vielleicht so, dass in Zukunft Open Pit, also Tagebauminen, nicht mehr genehmigt werden. Der Präsident hat sich dahingehend geäußert, dass er es ganz gerne als Minengesetz durchsetzen würde. Ich glaube aber, dass Grupo Mexico auch so eine Lobbyarbeit betreiben kann, um da eventuell so ein bisschen gegenzusteuern. Denn da, kurz vor der Wahl, ich glaube Anfang Juni ist Wahl in Mexiko, wird natürlich auch ein bisschen viel mit Säbel geraten. Ein bisschen Wählerstimmen gefangen. Wer kennt es nicht aus Deutschland? Und dann, was danach umgesetzt wird, wer kennt es nicht aus Deutschland, ist wieder auf einem anderen Blatt Papier. Also, Safran Copper mit Sicherheit ein interessanter Wert. Genauso wie Ivanhoe Mines. Auch diese Aktie ist jetzt endlich auf ein neues Hoch ausgebrochen. Hat zuletzt ein bisschen korrigiert. Oh, relativ stark, kann es sein. Dann ist irgendwas passiert, von dem ich nichts weiß. Also nehmen Sie den Kurs mal so ein bisschen Vorsicht. Also Ivanhoe, klar, ist ein Robert Friedland-Deal. Robert Friedland ist einer der mit Sicherheit besten Verkäufer auf dem Planeten. Hat übrigens mal
Steve Jobs getroffen und hat es an der Legende nach, hat Steve Jobs sein Verkaufstalent, das er später bei Apple benutzt hat, von Robert Friedland bekommen. Man ist im Kongo mit Kamoa Kakula, ist ein Minenkomplex im Kongo, man hat außerdem noch das Platreef-Projekt. Eine sehr, sehr hochgradige Kupfermine, die wahnsinnig wächst in Sachen Produktion. Man ist ungefähr bei 400.000 Tonnen Kupferkonzentrat pro Jahr. Perspektivisch denken wir, dass wir in 2 Jahren ungefähr bei 600.000, habe ich gesagt, uns? Nein, ich habe schon Tonnen gesagt, 600.000 Tonnen Kupferkonzentrat sein wird. Also Ivanhoe für mich ebenfalls ein wirklich spannender Wert, natürlich deutlich volatiler, deutlich spekulativer als eine Southern Copper, ist übrigens auch ein bisschen teurer bewertet, aber eben die Wachstumsfantasie ist bei Ivanhoe wesentlich deutlicher da als bei vielen anderen Kupferproduzenten aktuell. Ah ja, Gold und Silber habe ich mal mitgebracht, weil eben auch der ein oder andere Silber-Goldproduzent, wobei Ah ja eigentlich im Moment einer Silberproduzent ist, mittlerweile erwacht sind. Also die Aktie ist unfassbar stark. Warum ist es stark? Steige Aktionärstruktur. Benoit, also der CEO, ehemals Semafo-CEO, hat geliefert. Er hat nie irgendwas versprochen, was er nicht geliefert hat. Er hat von Anfang an gesagt, als er das Ding übernommen hat, wir investieren jetzt erstmal, wir bohren, wir bringen diese ganze Infrastruktur mal auf den neuesten Stand, auch zum Beispiel eine EDV-Infrastruktur auf den, oder IT heißt es ja heutzutage, IT-Infrastruktur auf den neuesten Stand. Und das hat er alles gemacht und jetzt baut er das Ding aus und das wird wahrscheinlich der größte reine Silberproduzent werden, den wir auf den Kurszettel irgendwann haben. Und die Aktionäre sind wirklich sehr, sehr teuer in dem Unternehmen, auch wenn man keine Dividende zahlt, klar nicht, weil man baut ja gerade die Mine aus, da ist nicht der Cashflow so stark, dass man wirklich jetzt nochmal Dividende zahlen kann, aber sehr, sehr starker Chart, sehr, sehr starke Aktie und auch ein sehr, sehr, sehr starkes Management bei Aya Gold und Silber. Und erwachen tut auch langsam die zweite, Abra Silber habe ich noch dabei. Abra Silber kam gestern mit einer Pre-Feasibility Study für das Sie wissen, in Argentinien das Projekt, das man entwickeln wird, ein Silber-Gold-Projekt. Die Aktie hat dann auf ein bisschen, leicht verschnupft reagiert, wie ich es auch bin. Warum? Also es gab schon eine PEA, die stammt aus dem Jahr 2021 und die CapEx, also die Kapitalkosten, um das Projekt in Produktion zu bringen, sind fast 50% gestiegen. Dafür bekommt man freilich irgendwann mal eine Produktion von 13 Millionen Unzen pro Jahr, also Silberäquivalent, zu relativ günstigen All-in-Sustaining-Kosten von 12,50. Aber der Markt hat gesagt, hey, das ist natürlich schon ganz schön ein Batzen mehr, den ihr uns plötzlich da vor die Tür setzt, was ihr da wirklich braucht, um das Ding in Produktion zu bringen. Dann ist das Projekt noch in Argentinien, auch nicht gerade das Land, wo man so genau weiß, wo es sich in 5 Jahren hin entwickeln wird. Also, da war ein bisschen Skepsis ohnehin schon im Markt gewesen und jetzt hat man irgendwie gesagt, anhand dieser PFS, muss ich die Aktie jetzt unbedingt haben. Ich glaube tatsächlich, an dem Projekt ist nichts verkehrt. Also 13 Millionen Unzen Silberäquivalent ist durchaus was Beachtliches, was Vorzeigbares. CapEx mit 370 Millionen Dollar ist kein Pappenstiel, aber meines Erachtens durchaus stemmbar für den größeren Produzenten zu heißen. Für mich ist das Projekt eigentlich eher was für eine, sagen wir mal, für eine Fortuna Silber, die ja nebenan die Lindero-Mine betreibt, oder für eine für eine Pan American, das ist zu klein, aber den würden die, glaube ich, nicht nach Argentinien gehen. Also da muss man schon mal schauen, wer wirklich dazu passen würde. Früher hätte ich gesagt, eine SSA-Mining, aber eine SSA hat auch ganz, ganz andere Probleme momentan in der Türkei mit der Köbler-Mine, wo sie nicht wissen, was da an Schadenersatz auf sie zukommt. Also, keine berauschende PFS, sicherlich nichts falsch gewesen an der PFS, also an der Pre-Feasibility Study, aber nichts, was einen wirklich so auf Anhieb begeistern kann. Und dann habe ich noch Amex Exploration dabei. Die Aktie hatte gestern einen sehr, sehr starken Tag und ist nach oben geschossen. Amex hat eben dieses Perron-Projekt in Quebec, Kanada. Momentan wartet jeder auf die erste Ressource und wenn die Ressource da ist, soll 2 Monate später die erste PEA vorgestellt werden. Man hat aber schon mehrfach klar gemacht, hey, was wir da als Ressource vorlegen, das wird erst der Anfang sein, das ganze Ding kann noch wachsen. Wir haben 5 Depots, die drin sind in der Ressource, aber wir haben, glaube ich, 11, 13 Depots wirklich, die dann eigentlich noch reinfließen können. Also man ist da so ein bisschen, guter Dinge, dass diese Ressource noch deutlich wachsen kann. Wir schauen uns trotzdem mal an. Irgendwas von zwischen 2 und 3 Millionen Unzen erwarte ich mir schon in der ersten Ressource von Amex Exploration. Die Aktie, wie gesagt, schaut jetzt technisch im 6-Monats-Chart
nahm ganz gut aus, aber um die Wahrheit eben auch zu zeigen, können wir uns auch mal den Jahresstart anschauen und da haben die Bullen noch einiges an Arbeit vor sich, aber wie gesagt, der erste Schritt ist getan und es schaut so aus, als ob dieser Explorationssektor jetzt langsam auch mal wieder so ein bisschen Geld bekommt, so ein bisschen Liebe, Zuneigung bekommt. So. Meine Stimme macht langsam zu. Kennen Sie eigentlich irgendjemanden, der momentan komplett gesund ist? Also im Moment jeder keucht und hustet und alles andere wird unappetitlich. Aber das ist wirklich schwierig momentan. In dem Sinn wünsche ich eine gute Zeit. Eventuell, ich kann es noch nicht versprechen, machen wir Donnerstag noch eine Sendung, also noch ein Video, quasi vor Ostern. Da muss ich aber erstmal mit den Kollegen sprechen, weil Karfreitag ist ja Feiertag und dann nicht werde Börsenbriefportfolio am Donnerstag schon erscheinen. Wenn ich das alles unter einen Hut bekomme, machen wir am Donnerstag noch eine Sendung. Und wenn nicht, sehen wir uns nach Ostern wieder. In dem Fall wünsche ich Ihnen schöne Ostern. Aber da ich guter Dinge bin, dass es klappt, wünsche ich Ihnen vielleicht erst am Donnerstag schöne Ostern. Ei, ist das kompliziert. In dem Sinn, machen Sie es gut.